Knowing the Boundaries. Die Grenzen kennen, von Dr. Jim Richards. Übersetzt von Silvia Rancho. Gelesen von Stefan Hitsch. Wenn ich mich selbst nicht kenne, ist es mir unmöglich, dich zu kennen. Die Vorstellung von Grenzen ist dem religiösen Denken etwas fremd. Grenzen sind Schranken, die niemand überschreiten sollte. Manche Grenzen werden in der Bibel festgelegt, um grundlegende und wesentliche Richtlinien für gesunde Beziehungen zu geben. Wenn diese Grenzen nicht eingehalten werden, führt das immer zu Schmerzen und problembehafteten Beziehungen. Manchmal bitten Menschen uns, eine Grenze zu überschreiten. Aber es gibt einige Grenzen, die wir niemals überschreiten sollten, selbst wenn wir dazu gebeten werden. Urteilen ist eine davon. Der Versuch, eine andere Person zu reparieren, bedeutet, eine Linie zu überschreiten, die wir niemals überschreiten sollten. Selbst der einfache Wunsch, einer Person zu helfen, kann dazu führen, dass wir ungebeten Grenzen überschreiten. Jemand sagte einmal, der Unterschied zwischen einer lästigen Person und einem willkommenen Gast ist eine Einladung. Wenn eine Beziehung kein Vertrauen fördert, das einen Menschen dazu bringen würde, uns in sein Leben einzuladen, haben wir keine echte Möglichkeit, ihm zu dienen. Lass mich dir ein Beispiel geben. In den ersten Jahren meiner Ehe benutzte ich mein Verhalten als den Standard, an dem ich das Verhalten meiner Frau beurteilte. Natürlich stellte mein Urteil mich als den Geistlicheren dar, und ich bin auch verbaler veranlagt als meine Frau. Wenn wir also Probleme hatten, wollte ich immer eine offene Aussprache. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Familienkriege ich angezettelt habe, weil ich diese Grenzen ungebeten überschritten habe. Ich habe nicht darauf gehört, wenn sie sagte, ich möchte nicht reden. Stattdessen drängte ich mich in Bereiche hinein, die sie mir noch nicht öffnen wollte. Damit habe ich bewirkt, dass wir uns weiter voneinander entfernen. Mit den Jahren lernte ich, ihre Grenzen zu respektieren, und ich habe herausgefunden, dass ich über alles reden kann, wenn ich jenseits dieser Grenze ein willkommener Gast bin. Wenn ich diese Linie ungebeten überschreite, verursache ich einfach Schmerz und Konflikte für uns beide. Wir Christen besitzen die wichtigste Botschaft über die Erlösung und die Liebe Gottes. Leider scheint es so, als ob wir die Wichtigkeit unserer Botschaft als Rechtfertigung nehmen, um jede Regel in Bezug auf menschliche Grenzen zu übertreten. Wenn wir die Grenzen anderer nicht respektieren, werden sie uns nicht zuhören und an die Botschaft eines liebenden Gottes nicht glauben. Unsere Handlungen sollten von der gleichen Liebe sprechen, die in unserer Botschaft steckt. Als Saul seinen Dienst begann, waren seine Kommunikationsfähigkeiten noch die eines gesetzlichen Pharisäers. Er verursachte in Jerusalem so viele Schwierigkeiten, dass Verfolgung gegen ihn und die Gemeinde aufkam. Schließlich nahmen ihn die Brüder, setzten ihn in ein Boot und schickten ihn weg. Daraufhin hatten die Gemeinden in dieser Gegend endlich Frieden. Das steht in markantem Gegensatz zu dem Mann, der später seinen Namen zu dem heidnischen Namen Paulus änderte. Er rasierte sich den Bart und aß gemeinsam mit den unreinen Heiden, um ein geladener Gast zu werden. Weil Paulus Respekt für die Botschaft und für die Menschen hatte und weil er von größtmöglichem Nutzen sein wollte, trieb ihn das schließlich dazu an, in Liebe und Weisheit zu wandeln. Jedes Mal, wenn wir ein Kommunikationsprinzip verletzen, verringern wir die Wirksamkeit unserer Botschaft. Wenn wir diese Prinzipien ignorieren, senden wir der Person, mit der wir kommunizieren möchten, folgende Botschaft: Du hast keinen Wert. Was auch immer der Zweck unserer Mitteilung ist und wir wollen, dass diese angenommen wird, müssen wir es auf eine wertschätzende Art und Weise tun. Wenn wir Menschen wertschätzen, dann unternehmen wir die notwendigen Anstrengungen, um auf annehmbare und effektive Weise zu kommunizieren. In Sprüche Kapitel 26, Vers 17 heißt es,
Wer sich in Streit mischt, der ihn nichts angeht, der packt einen streunenden Hund bei den Ohren. Ein Problem ist nicht unseres, nur weil es Auswirkungen auf uns hat. Das Urteilen bringt uns dazu, die Grenzen außer Acht zu lassen. Wenn das Verhalten eines anderen uns beeinflusst, können wir diese Tatsache allein als ausreichenden Grund betrachten, die Weisheit der Bibel abzulehnen. Wir neigen dazu, einer Logik zu folgen, die sagt, wenn es eine Auswirkung auf mich hat, geht es mich etwas an. Das stimmt nicht. Es ist einzig und allein unser Urteilen, das uns dazu bringt, das Verhalten anderer zu unserer Angelegenheit zu machen. Da ging es um mich. Er hat das getan, um mich zu verletzen. Wenn Sie mich wirklich lieben würden, würden Sie das niemals tun. All dies sind Urteile, durch die wir die Handlungen anderer zu unseren eigenen machen. Das wiederum gibt uns die scheinbare Erlaubnis, ihre Grenzen zu überschreiten. Unsere Rechtfertigung ist, so und so hat mir Unrecht getan. Aber was wir für ein Unrecht halten, ist möglicherweise kein wirkliches Unrecht. Ein absichtliches Unrecht ist etwas, das uns zum Stolpern bringen soll. Menschen verstoßen gegen dich nur dann, wenn sie absichtlich versuchen, dich zu Fall zu bringen. Wenn deine Gefühle verletzt werden, ist das kein Unrecht. Sich in der Gegenwart von jemandem unwissend oder dumm zu fühlen, ist keine Beleidigung. Wütend gemacht zu werden, ist keine Straftat. Die meisten dieser Erfahrungen ergeben sich aus unserem Urteilen. Möglicherweise war es nicht die Absicht der anderen Person. Ich muss wissen, wo ich aufhöre und wo du anfängst. Ich muss immer versuchen, mit Gott im Herzen an meinen Angelegenheiten und Haltungen zu arbeiten. Ich darf dich niemals für meine Handlungen oder Reaktionen verantwortlich machen. Ebenso darf ich nicht zulassen, dass du mich in deine Angelegenheiten hineinziehst. Ich darf niemals zulassen, dass du mich für deine Entscheidungen verantwortlich machst. Der Schrei eines jeden Verurteilers ist, sieh nur, wozu du mich veranlasst hast. Niemand zwingt dich, etwas zu tun, denn du bist es, der die Entscheidungen trifft. Lass mich das etwas näher erläutern. Der Missbrauchstäter ist ein empfindlicher, wütender Mensch, der glaubt, dass die Menschen in seiner Umgebung das, was sie tun, als einen Akt der persönlichen Aggression ansehen. Die wahrgenommene Aggression hat aufgrund seines Urteils Einfluss über ihn. Er hat das Gefühl, dass seine Grenzen überschritten wurden und seine Würde angetastet wurde. Mit seiner Reaktion rechtfertigt er sein Urteil. Wenn du in einer feindseligen Umgebung bist, triff eine Wahl. Entscheide dich zu bleiben oder zu gehen. Aber es muss deine Wahl sein. Triff die Wahl aufgrund dessen, was du im Leben möchtest. Wenn du gehst, geh in Frieden und mit so viel Liebe wie möglich. Wenn du bleibst, bleibe in Frieden und Liebe. Vor allem mach dich frei von der Kontrolle anderer, indem du deine eigenen Entscheidungen triffst und deine eigenen Grenzen anerkennst. Was auch immer du tust, überschreite keine Grenzen. Egal, wie aufrichtig deine Absicht auch sein mag. Gute Absichten machen Dummheit nicht zulässig. Wenn das Handeln eines anderen Auswirkungen auf dich hat, dann triff deine Wahl, wie du damit umgehen möchtest, ohne dem Bedürfnis nachzugeben, ungebeten Grenzen zu überschreiten. Wenn Menschen möchten, dass du über ihre Grenze kommst, werden sie dich dazu einladen. Wenn sie dich jedoch bitten, an einen Ort zu kommen, den Gottes Wort verbietet, dann gehe ich nicht mit.